Hallo, es ist wieder Dezember. Das heißt, für mich setze mich hin und beschäftige mich intensiv mit meinem Sub, also meinem Stapel ungelesener Bücher. Und dabei herausgekommen ist, wie jedes Jahr, ein Sub-Update-Video. Das heißt, in diesem Video zeige ich euch meinen kompletten Sub, ausgenommen der fantastischen Literatur. Dafür mache ich nochmal ein eigenes Video. Ich denke, ich brauche nicht zu jedem Buch dazu sagen, dass ich mich darauf freue, es zu lesen, denn ansonsten würde sich ein Buch nicht mehr auf meinem Sub befinden, wenn ich keine Intention hätte, dieses Buch zu lesen. Ich glaube, das ist klar und dementsprechend brauche ich, glaube ich, nicht bei jedem Buch dazu sagen. Ich bin super gespannt darauf, es zu lesen. Des Weiteren, wenn ihr irgendein Buch, was ich hier jetzt euch vorstelle, schon kennt, schon gelesen habt, dann dürft ihr natürlich gerne eure Meinung dazu unten in den Kommentaren dalassen. Und vielleicht beeinflusst das mich ja auch so ein bisschen, das ein oder andere Buch in meiner Ich lese es bald Liste, die ich im Kopf habe, vielleicht ein bisschen mehr zu priorisieren als ein anderes. Ansonsten bleibt noch dazu zu sagen, die Bücher sind alphabetisch sortiert nach dem Nachnamen des Autors und damit es nicht alles noch länger wird, denke ich, starten wir jetzt einfach. Als erstes hätten wir Wer hat Angst vor Virginia Woolf von Edward Albee. Ich habe Wer hat Angst vor Virginia Woolf dieses Jahr das allererste Mal als Theaterstück gesehen, bevor ich das Buch kannte. Ich persönlich fand das Theaterstück so ergreifend und intensiv und auch wirklich bedrückend, dass ich es definitiv gerne nochmal in Buchform lesen wollte, weil ich einfach so viele intelligente Sätze in diesem Theaterstück entdeckt hatte, die ich mir natürlich aber alle nicht merken konnte. Das nächste ist ein Hörbuch, was auf meinem Sub ist. Und zwar ist das Tod auf dem Nil. Ich habe festgestellt, ich bin nicht so der Krimi-Freund. War ich noch nie. Aber Agatha Christie, ich mag dieses Feinfühlige, diese Charakterstudien, die da durchgeführt werden. Ich habe aber festgestellt, Lesen macht mir da nicht so viel Spaß. Und dementsprechend habe ich das als Hörbuch. Ich habe es mir irgendwann mal runtergeladen, weil ich, glaube ich, noch ein halbes Guthaben hatte und das gerade im Angebot war oder so. Und weil ich den Film mit Sir Peter Ustinov einfach sehr, sehr liebe und gerne mal das Originalbuch, in Anführungszeichen, dazu erfahren wollte, um mir dann nochmal den Film anzugucken. Dann habe ich hier Bridget Jones, den ersten und den zweiten Teil in so einer, ja, Gesamtausgabe. Das ist halt einmal Bridget Jones Diaries und The Edge of Reason. Ich glaube, im Deutschen heißt es Schokolade zum Frühstück. Und ich weiß gar nicht, wie der zweite Teil im Deutschen heißt. Ich liebe, liebe, liebe die Bridget Jones Filme. Und ich bin, glaube ich, ein bisschen seltsam. Ich habe den ersten und den zweiten Teil nie gelesen. Aber alle darauf folgenden Bücher habe ich gelesen. Warum auch immer. Und ich dachte einfach, weil ich die Filme so unglaublich liebe, müsste ich vielleicht auch irgendwann mal die Bücher dazu lesen und habe dann irgendwann mal irgendwo ganz günstig diese Ausgabe geschossen. Das nächste Buch ist Gorillas im Nebel. Das ist ein Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk gewesen. Das Ganze liegt einfach daran, es ist ja wirklich eher so ein Sachbuch, in dem Jane Fonda wirklich beschreibt, was sie da mit dieser Gorillatruppe erlebt hat und die einzelnen Charaktere beschreibt. Und ich interessiere mich sehr für sowas und auch, ja, Verhaltensstudien und so weiter und so fort. Bin aber bisher einfach noch nicht dazu gekommen. Das nächste Buch ist Der begrabene Riese von Kazuo Ishiguro. Das Ganze habe ich mir zusammen mit der lieben Yes Mobile Things von Instagram geholt. Und wir wollen das auch nächstes Jahr zusammen lesen. Haben wir uns mal als Mängelexemplar gekauft, als wir uns zusammen getroffen haben zum Mittagessen. Dementsprechend habe ich auch, obwohl ich dieses Buch ja noch nicht gelesen habe, damit schon so eine schöne Erinnerung verbunden. Und das mag ich immer besonders, wenn ich mit Büchern nicht nur das Leseerlebnis verbinde, sondern halt auch noch was anderes. Dann hätten wir hier The Accidental Further Adventures of the Hundred-Year-Old Man von Jonas Jonasson. Das ist der zweite Teil zu The Hundred-Year-Old Man Who Climbed Out of the Window and Disappeared, was ich sehr, sehr liebe. Generell wie alle Jonas Jonasson Bücher. Ich habe lustigerweise den ersten Teil hiervon auf Englisch gelesen, seine anderen beiden Bücher auf Deutsch als Hörbuch gehört und das hier möchte ich jetzt wieder auf Englisch lesen. Ja, ich weiß auch, dass es zum zweiten Teil, glaube ich, schon einen Film gibt. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es da nicht vielleicht sogar erst den Film gab und dann das Buch, was ich ehrlich gesagt immer nicht so gerne mag, wenn das Buch quasi auf dem Film basiert. Ich weiß es nicht. Ich habe auch den zweiten Film noch nicht gesehen. Ich habe nur den ersten Film gesehen
mochte ich sehr, wobei teilweise meine Lieblingsszenen aus dem ersten Buch dann nicht enthalten waren. Als nächstes hätte ich hier Fremde Seele, Dunkler Wald. Das ist auch so ein Buch, was ich mir bei einem Booktuber-Treffen gekauft habe, mit dem ich dementsprechend an sich schon was Emotionales verbinde. Und wo ich mich auch sehr drauf freue, weil ich weiß, dass es Sophie vom Kanal Versthand sehr gut gefallen hat. Und ich glaube, es war sogar auch mein Buch, was auf irgendeiner Long- oder Shortlist von irgendeinem Buchpreis war. Ich glaube, dem deutschen Buchpreis sogar. Dann haben wir hier ein bisschen Modern Poetry. Ja, aus dieser Penguin Modern Edition ein weiterer kleiner Poetry-Band, nämlich von Patrick Kavanagh, The Great Hunger. Ich habe keine Ahnung, was für Poetry das ist. Ich habe keine Ahnung, wer dieser Mann ist, aber das werde ich alles herausfinden, wenn ich es dann mir zu Gemüte führe. Dann habe ich noch auf dem Sub ungelesen das Dschungelbuch von Rudyard Kipling. Ich glaube, irgendwie so in der Art spricht man es aus. Also die Originalvorlage zu dem Disney-Film Das Dschungelbuch, wo meines Erachtens der Zeichentrickfilm immer noch die schönste Adaption ist. Zumindest von Disney. Das Buch liegt schon so, so lange auf meinem Sub, denn ich habe mir das bei meiner allerersten Leipziger Buchmesse gekauft. Hat dementsprechend auch was sehr Emotionales für mich. Auch wenn ich mittlerweile nicht mehr so wirklich das Interesse habe, das Buch vielleicht wirklich zu lesen. Ich weiß es nicht, vielleicht kommt das wieder. Ich kann das Buch aber auf jeden Fall nicht weggeben. Also ich kann, ne? Nicht weggeben, einfach weil ich damit so ein bisschen das alles verbinde, weil mit dieser ersten Leipziger Buchmesse ging für mich halt auch dieses ganze Booktube-mäßige so wirklich los. Ich habe in dem Jahr, wo ich auf dieser Buchmesse war, auf meinem Kanal wirklich mehr book-related Videos zu machen und dementsprechend hat dieses Buch einfach einen sehr emotionalen Wert. Dann habe ich die erste, man könnte es fast Biografie nennen, Harvey Habicht. Das ist auch so ein Phänomen, dieses Buch für mich. Ich habe das in der Vorschau gesehen damals vom Verlag, dass es rauskommt und war schockverliebt in dieses Cover. Wollte dieses Buch, als ich es in der Vorschau gesehen habe, am liebsten sofort lesen. Dann kam das Buch raus und ich bin so, so lange um dieses Buch herumgeschlichen, bis ich es dann irgendwann mal zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Und es liegt immer noch auf meinem Sub. Dann habe ich hier einen Klassiker. Moby Dick oder auch Der Wal von Herman Melville. Dieses Buch, wir haben doch schon eine sehr ambivalente Beziehung, wir beiden. Ich habe mir dieses Buch lange vor meiner Booktube-Zeit gekauft. Ich bin, seit ich denken kann, von Walen fasziniert. Dementsprechend ist das so ein bisschen so eine zwiegespaltene Verbindung, die ich da mit diesem Buch habe, weil es ja hier eben um Walfang geht. Das Ding ist, das Buch ist jetzt nicht gerade dünn und ich habe das auch schon mal angefangen, damals, als ich mir das erste Mal gekauft habe und war vollkommen gelangweilt und überfordert mit diesem Schreibstil. Ich habe mich seitdem sehr viel weiter verändert, denn das ist bestimmt 10 Jahre her. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber ja. Dann habe ich hier ein weiteres aus der Penguin Modern Edition und zwar Lance von Wladimir Nabokov. Das sind, glaube ich, 2 oder 3 Kurzgeschichten. 3. Kurzgeschichten, Poetries, das geht immer mal so zwischendurch. Da hole ich mir immer mal welche von diesen kleinen Büchlein, weil das halt auch wirklich schöne Formate sind, um sie einfach mal unterwegs mitzunehmen. Das nächste wäre nicht nur Uhura und zwar ist das eine Biografie von eben der Schauspielerin von Uhura aus der Star Trek Originals Serie. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal durchblicken lassen, aber ich bin halt sehr, 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 sehr großer Star Trek Fan. Eine schwarze Frau auf der Brücke zwischen Männern zusammen mit Asiaten, Russen und Vulkaniern und halt auch noch weißen europäischen Männern. Das war schon echt was Krasses zu der Zeit, wenn man sich das mal so überlegt. Und da gab es viele Diskussionen damals und ich glaube, es ist super interessant, auch einfach mal so ein bisschen darüber zu lesen, wie das für sie einfach war. Zweite Biografie als Hörbuch und das ist auch momentan ein Hörbuch, was ich gerade wirklich aktiv höre. Becoming von Michelle Obama. Eine schwarze Frau aus nicht gerade den reichsten Verhältnissen, sondern ich würde schon fast eher sagen, fast schon ärmeren Verhältnissen. Chicago, 60er Jahre, nicht gerade so die Sachen, wo man so denkt, oh Mensch, das ist ja perfekt, um First Lady zu werden. Ich finde Michelle Obama einfach unglaublich interessant, nicht nur, weil sie eine schwarze Frau ist, sondern halt einfach, weil ich alles, was ich von ihr mitbekommen habe, das Engagement, was sie getätigt hat und dergleichen, einfach wirklich
sie hat da meinen vollsten Respekt für und ich möchte einfach mehr über diese Frau erfahren. Dann habe ich hier wieder ein bisschen Poetry. Wie gesagt, Poetry geht immer. Und zwar Edgar Allan Poe. Ich liebe Der Rabe von ihm, aber mehr kenne ich auch nicht. Und ich dachte, könnte mir halt auch einfach mal seine komplette Poetry holen. Ein weiteres Buch aus der Riege, sehr emotional. Und ich weiß nicht, ob ich es vielleicht wirklich mal lesen möchte. Trotzdem habe ich es ungelesen da stehen. Der Pate, ich weiß nicht, seit ich denken kann, stand das im Schrank von meiner Oma. Und als meine Oma verstorben ist, bin ich so die Bücher durchgegangen, die sie halt so hatte. Und das war einfach das Buch, wo ich so gesagt habe, okay, damit verbinde ich irgendwie meine Oma. Ich habe Der Pate nie gesehen. So, das ist halt einfach ein Buch, was mich an meine Oma erinnert. Irgendwann werde ich es, denke ich, sicherlich mal lesen. Ganz andere Richtung. Stürmische Nächte mit einem Highlander. Another Trash Read, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich habe das ja schon öfter erwähnt. Zwischendurch brauche ich auch manchmal so richtigen Trash Read. Das heißt Bücher, wo ich weiß, dass ich mich tierisch drüber aufregen werde, die für meine Sicht der Dinge nicht gerade logisch sind, wo ich mich tierisch darüber echauffieren werde, dumm die Charaktere wahrscheinlich handeln werden und die richtig schöne, trashige, erotische Szenen mit drin haben. Manchmal brauche ich sowas. Dann habe ich hier noch Lincoln in the Bardo von George Sanders. Ich finde einfach diese Thematik um George Lincoln immer super interessant. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, worum es hier geht. Ich weiß nur, dass er irgendwie auf dem Friedhof ist und sich mit Toten unterhält. Ich fand es einfach sehr interessant. Dann habe ich noch zwei Frank-Schätzing-Romane auf meinem Sub. Einmal Limit und einmal Breaking News. Und Frank-Schätzing ist auch echt sowas, wo ich wirklich in der Stimmung für sein muss. Aber ich mag ihn sehr. Ich mag ihn sehr von seinem Schreibstil. Aber ich muss da halt auch echt in der Stimmung für sein. Dann habe ich hier noch eine Poetry-Sammlung. Die habe ich auch schon angefangen. Das würde aber auch noch ein bisschen dauern, bis ich sie beendet habe, weil es, wie gesagt, eine Complete Collection der Poems ist. Und zwar von Dylan Thomas. Ich bin auf Dylan Thomas aufmerksam geworden durch den Film Interstellar. Da wird ja ein Gedicht von ihm immer wieder rezitiert. Und das fand ich einfach so, so schön. Und ich dachte, warum kaufst du dir nicht einfach gleich die komplette Sammlung von ihm? Da würde es ja wohl mit drin sein. Da musst du dir nicht erstmal irgendeine Sammlung von ihm kaufen, wo das mit drin ist. Und dann findest du ihn wahrscheinlich doch ganz cool. Und ja, dementsprechend habe ich hier die komplette Sammlung. Und angeleitet von der lieben Elaine von Books by Lanes habe ich hier auch The Complete Work of Oscar Wilde. Auch da habe ich schon immer mal wieder ein bisschen reingelesen. Ich habe mit seinen Poems angefangen, was, glaube ich, echt eine Scheißidee war. Ja, hier ist wirklich alles von ihm drin. Unter anderem auch das Bildnis des Dorian Gray, was ich eh irgendwann mal lesen wollte. Und ich finde diese Version mit diesem blauen Buchschnitt einfach richtig, richtig toll. Wir sind beim vorletzten Buch. Halleluja! Und zwar wäre das Stoner von John Williams. John Williams ist ja auch so eine große Liebe von der lieben Sophie vom Kanal Verstand. Und ich hatte ursprünglich geplant, mit einem anderen Buch von ihm anzufangen. Und habe dann aber das hier mal für, ich glaube, 1 Euro auf dem Flohmarkt gesehen und dachte, ach komm, dann fängst du halt mit Stoner an. Wie alle anderen. Und zu guter Letzt hätten wir dann noch Virginia Woolf, A Room of One's Own. Hatte ich mir ursprünglich mal fürs Studium geholt, habe es dann aber nicht gelesen. Finde die Thematik aber immer noch interessant, weswegen es weiterhin auf meinem Sub verbleiben durfte. Wird ja auch als eines der Klassik-feministischen Büchern gehandhabt und ja, kann man dementsprechend auch gut mal lesen, denke ich. Das war, wie gesagt, mein Sub, der normale Sub. Alle fantastischen Bücher, das heißt Fantasy und Science Fiction, findet ihr in einem separaten Video, welches ich euch natürlich jetzt verlinke, sobald es draußen ist. Und ich hoffe natürlich, wir sehen uns im nächsten Video. Und bis dahin, tschüss!